Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu, ja, im Prinzip Schrecken der Tiefen oder Nightmares from the Deep. Der Schatz des Davy Jones oder Teil 3 halt. Wir haben letztes Mal gesehen, dass er unsere Tochter entführt hat. Also eigentlich hat er sie ja schon lange entführt, aber hier aus dem Gefängnis hat er sie jetzt mit durch dieses Gebäude nach hier genommen. Also eigentlich schon, eigentlich die beiden sind schon drüben, weil sie ja jetzt mit zu seiner untoten Crew gehört und deswegen auch in Geist verwandelt werden kann. Scheinbar hat sie ihre Geisterkräfte noch nicht so richtig unter Kontrolle. Musste deswegen noch von Papi Jones an die Hand genommen werden. Und wir haben erfahren, dass seine Tochter angeschossen wurde und seitdem im Eisschlaf liegt. Geschafft, ich habe ein Rezept für einen Trank gefunden, der aggressives Unkraut vernichtet. Ja, man nennt es Salz. Besorge ein Blatt des Unkrautes, lege es unter das Mikroskop, ordne die Zellen an. Das Mikroskop erzeugt den Trank. Das ist ein cooles Mikroskop, muss man sagen. Das ist ein kleiner Behälter. Okay. Also Erdnussflip, Sternkreis. Es fehlen Tasten auf dem Feld. Das ist dann das aggressive Unkraut. Die aggressive Pflanze fletscht ihre Zähne. Schade, dass die Dublone Solar bei ihr liegt. Ui, das war schwer. Okay, einen Knopf haben wir. Ein weiterer Kristallbildschirm, ebenso wie der im Eishaus. Tagebuch. I've made it. I've created a potion that revives the dead. Will it work on Mr. Jones' daughter? My deal would be fulfilled. Freedom at last. The potion works differently on me because of the pact I have with Mr. Jones. Until it stands, I cannot die anyway. So the potion only restores my body. I need to examine the properties of the elixir further. I've noticed that it rapidly increases the growth of plants. Until I know all of its properties, I've put the potion in a sterile container, locked with a code. Here it is. Okay. T, durchgestrichenes O und ein geschlossenes M. O'Malley ist davon überzeugt, dass sein Trank wirkt, auch bei dem Mädchen. Ich sag mal, der Stoffwechsel im weiblichen Körper ist nicht so riesen unterschiedlich zum männlichen. Es sollte auch bei dem Mädchen wirken. Außer der Wiederbelebungstrank ist nebenbei hochgiftig und tötet die Person, die es wiederbeleben soll. Oder wiederbelebt es danach. Während der Arbeit am Erweckungstrank habe ich versehentlich eine aggressive Art von Unkraut geschaffen, die sich auf der gesamten Insel verteilt. Die sich auf der gesamten Insel verteilt. Oh, gut. Könnt ihr eh nicht gefressen werden, ihr Spinner. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich habe schon lange kein Seepferdchen mehr gefunden. Allerdings sind wir auch jetzt gerade erst wieder im Gebiet mit neuer Umgebung. Jetzt wissen wir, wie wir weiterkommen. Viereckiger Kristall. Es tut mir leid, aber ich sehe da mehr als Vierecken. Hintertür zum Palast. Ohne Griff funktioniert das nicht. Wow. Soll mich nicht stören, ne? Ein Seepferdchen. Ich habe dort zwar kein Seepferdchen erkannt, aber ich habe mal drauf geklickt. Unter dem Moos steckt... da steckt etwas unter dem Moos. Es sieht aus wie eine Schleife.
Okay. Dann benutzen wir erstmal die Krankurbel. Mom, the door's locked from the outside. You have to find a key. Wait, what? So there's a potion that could revive his daughter and end the pacts? That's great news, Mom! If the potion fails, we'll just escape this cursed island. Was? Küchenlegende. O'Malley ist davon überzeugt. Okay. Ey, die reden die ganze Zeit vom Wiederbeleben und Schlafen. Schlafendes Mädchen, die lebt. That's great news, Mom. If the potion fails, we'll just escape this cursed island. Wenn der Trank nicht funktioniert, fliehen wir von dieser verfluchten Insel. Das funktioniert nicht. Und diese Lieferung für den Palast werden mittels Kran. Ach Quatsch, die Lieferung für den Palast werden mittels Kran befördert. Wenn die Tür versperrt ist, kannst du den Ersatzschlüssel benutzen. Die rote Schleife zeigt dir, wo du ihn findest. Das ist aber mal geil. Das an die Tür zu hämmern. Euch seid die Idee. Die Feder ist kaputt. Ja, das passiert. Das ist mein Problem? Scheinbar ist das mein Problem. Ah, fragen wir mal sie. Hat sie eine Feder? Nein, hat sie nicht. Natürlich ist die Feder im Vogelnest. Wo auch sonst. Die Muschel kaut etwas. Ist es ein Wasserhahn? Es ist ein Wasserhahn, okay. So sehen Muscheln aber nicht aus. Normalerweise sind an diesen Rändern Muskeln befestigt. Und da wäre sehr viel Muskelfläche über. Und ja, sehr viel Verletzungsfläche für diese Muskeln. Egal. Wir haben jetzt den Knopf für hier. Wie war das? T durchgestrichenes T. The reviving potion. Will it wake up Davy's daughter? Nö, Davy Jones taucht neben dir auf, schlägt dir den Kopf ab, aber du kannst nicht sterben und musst deswegen deinen Kopf die ganze Zeit mit dir rumtragen. Woo. Gut. Sie zeigt mir etwas. She won't wake from the reviving potion alone. It's as if she resisted. I wonder why. Weil sie nicht wiederbelebt werden will, weil sie weiß, dass dann ihr Vater instant sterben würde, weil er über 500 Jahre alt ist. Ah ja, play. It's a terrible irony.
I've created the reviving potion, and it's not enough to wake up Mr. Jones' daughter. I think that some special ingredient is missing. I suspect it's the famous treasure. The legend says that the clue to its location is in the vault, but I've never seen it. It has to be on the island. Mr. Jones is coming. He is furious. Yo. Nur ein Schlüssel dringend gesucht. Ach so, gut. Außenring fehlt. Wahrscheinlich muss man hier ihre Lieblings-Aufweck-Melodie spielen. Ein Kristall könnte die Spitze der Pyramide bilden. Ja, oder ein Tondreieck. Schön. Könnte wohl noch einen Planeten gebrauchen. Das ist so umständlich hier. Da kann ich dem Alchemisten gleich sagen, dass das nicht funktioniert. Unabhängig davon, dass es sowieso unwahrscheinlich ist, dass es funktioniert. Außer er will mit diesem riesen Flügel mit Metallstreben drinne. Der trägt nicht mal sich selbst. Tut mir leid, der trägt nicht mal sich selbst. Ah, das ist schon richtig. Das sieht auch gut aus. Meins. Was bist du denn? Spieluhrmarke. Luft, Erde, Wasser, Feuer. Das ist mal ein geiles Buch. Scheint interessant zu sein, man kann nicht mal drin lesen. Dolch erhalten. Sollen wir jetzt die Tochter erstechen oder was? Nein, wahrscheinlich sollen wir uns die Schleife damit freistochern. Okay. Oh, it didn't work. You know what? Never mind. Let's get out of here anyway. A piece of paper won't hold me, Captain. Oh no. I think it's Davy Jones. He's coming here. We'll escape after he's gone. For now, hide behind the curtain. Corey. Hide, Mom. We'll talk later. Yo, geil versteckt. I see you've settled in. Good. You can start preparing supper. I'll be taking it in my chambers. Oh, and by the way, if I were you, I wouldn't so much as think of trying to escape. Anywhere you could go, I will find you. So long as the pact stands, your life is mine. You'd best behave, because I can get rid of you any time I so desire. Then, it would be easy to even the score with your mother. Und wie wir an dem Alchemisten gesehen haben, altern die Leute unter Davy Jones Pakt wirklich nicht. Weil die Zeit der Alchemisten ist, sagen wir mal, 17. bis 18. Jahrhundert bis ins 19. rein. Bis 1900 rein. Wie dem auch sei, selbst wenn dieses Spiel erst 2000 oder schon 2000 erschienen wäre, wäre der Kerl, auch wenn er einer der letzten Alchemisten war, über 100 Jahre alt und sieht aus wie ungefähr 23.
was viel zu jung für einen Alchemisten ist, aber egal. Also für einen Ferdi. Did you hear what he said? I guess my plan was stupid after all. I think canceling the pact really is our only way out of here. Can you do it? Don't worry. I'll figure it out. We're going to be all right. Eine Lupe mit einer quadratischen Linse. Wie äußerst unpassend. Und schwer zu schleifen. Eine Öllampe, allerdings ohne Öl. Geht die Linse schmierig. Scheiß drauf. Wenn das die Tischdecke ist, sollte die nicht zwischen den ganzen Lebensmitteln, besonders fettigen Lebensmitteln wie Kuchen und Käse liegen. Wollte ich nur mal anmerken. Der olle Davy Jones schützt seine Kuchenintensilien aber recht ordentlich. Ich bin mir sicher, wir müssen wieder mit so einem... Selbst das Wasserbecken in dieser Villa ist absurd opulent. Die Küche dagegen absurd erbärmlich. Ich meine, das sind, keine Ahnung, 5 Quadratmeter Küchenfläche und dann fangen schon Durchgänge an. Sie hat hier nicht mal einen eigenen Herd. Also außer sie haben aus irgendeinem Grund den Herd unbedingt auf den Holzboden oder in die Nähe des Holzbodens setzen wollen. Was total schwachsinnig wäre. Komm, wir nehmen eine möglichst gut brennende Unterlage für den Herd. Yes, how could we forget? The terms of the pacts were to revive Davy's daughter. Tasked with this job was O'Malley, the alchemist, Davy's only hope. In his lab, he used gold, jewels, and herbs to create the reviving potion. It revived the dead. To those bound by Davy's pacts, it brought back their flesh. But to Davy's daughter, it brought nothing. Such a powerful curse had befallen her. Davy lost his faith in the alchemist and threw him into the mines. My potion works! It only lacks Davy Jones' treasure, the alchemist cried. Nice Würfel. Puzzleteil, okay. Puzzleteil. Ah, da. Wofür ist das Puzzleteil? Ich frage ja nur. Ich würde Davy Jones lieber nicht folgen, außer es lässt sich absolut nicht vermeiden. Zuerst sollte ich O'Malley finden. Ah, endlich. Das Blatt ist zu nah bei der Pflanze. Ich bräuchte etwas Langes, um es von hier aus erreichen zu können. Er möchte wirklich an diesen Pflanzen vorbei. Eine Schraube mit einem Haken. Sie sitzt fest im Stein. Eine niedliche kleine Gretel. Ja, das sehe ich genauso. Aber, nachdem wir jetzt diese niedliche kleine Kreatur da beschäftigt haben, muss ich leider sagen, dass wir erstmal wieder einen Cut machen müssen. Soweit. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.